Sitzen. Saluton, mia nomo estas Corinna, mi estas esperantisto el Aachen-o, kaj hodiaŭ mi parolados pri Esperanto, kaj kial Esperanto estas bonege. Keine Sorge, der Vortrag ist auf Deutsch, das war Esperanto. Jetzt, ich wollte euch mal am Anfang einen Eindruck geben davon, wie das so klingt. Ich habe da jetzt im Groben gesagt, hallo, ich bin Corinna, ich bin Esperantistin aus Aachen. Also jemand, der sich mit Esperanto beschäftigt, beziehungsweise es spricht. Und ich werde euch was über Esperanto erzählen. Und zwar im Einzelnen erwartet euch, wo kommt das überhaupt her? Was kann ich denn damit so machen? Wie funktioniert das? Das ist der Schwerpunkt des Vortrags. Die Struktur, ein bisschen Grammatik, ein paar Wörter. Und dann schlage ich den Bogen zum Kongress. Wieso bin ich hier? Es gibt da eine Menge gemeinsamer Ideale zwischen Geeks und Esperanto. Und am Ende komme ich dann darauf zu sprechen, was Esperanto für die EU tun könnte, beziehungsweise für Europa. Also der Punkt 1 ist, Esperanto ist eine Plansprache. Das heißt, im Gegensatz zu einer ethnischen Sprache oder einer Nationalsprache ist das nicht über Jahrhunderte gewachsen, sondern hat sich jemand hingesetzt und hat die Sprache konzipiert, er hat die quasi erfunden. Und zwar mit einem ganz bestimmten Zweck. Also Esperanto war nicht die erste Plansprache, auch nicht die letzte. Es wurden Plansprachen für verschiedene Zwecke konzipiert, zum Beispiel als Fachsprache für Wissenschaftler oder Lotschbahn. Da gab es heute schon einen Vortrag drüber, eine Sprache, die eine Logik abbildet. Ich glaube, First Order Logic ist das, was das abbildet. Und Esperanto wurde eben konzipiert mit dem Ziel, eine alltagstaugliche Sprache zu sein, und zwar als Zweitsprache. Nicht als Ersatz für eine Nationalsprache, sondern so eine Zweitsprache für alle möglichst, also schon für die ganze Welt. Und dann gab es natürlich zwei Hauptkriterien, und zwar sollte es leicht zu lernen sein und sprechbar. Also sprechbar klingt jetzt ein bisschen komisch, aber davor gab es Plansprachen, die sich dann im Alltag irgendwie als unsprechbar herausgestellt haben. Wohla, bück, wen was sagt. Das war also ein wichtiges Kriterium. Und Esperanto hat sich als einzige von diesen Plansprachen bewährt. Da gehe ich gleich noch drauf ein, was ich damit meine. Zur Geschichte. Esperanto ist erfunden worden von Ludwig Zamenhof. Das ist ein polnischer Jude. Der lebt hier in Bialystok. Das ist über 100 Jahre her. Damals war diese Stadt, also wie gesagt im heutigen Polen, das war damals ein russisches Protektorat. Und da lebten verschiedene Volksgruppen nebeneinander. Deutsche, Juden, Polen, Weißrussen, Russen. Jede hatte ihre eigene Sprache, ihre eigenen Strukturen, die lebten alle so nebeneinander her. Und das russische Protektorat hat das auch noch gefördert. Also die waren keine Hilfe sozusagen. Und der Zamenhof hat sich überlegt, Mann, das wäre doch toll, wenn sich alle verstehen würden. Und da würde es sicher helfen, wenn alle eine gemeinsame Sprache hätten. Daraufhin hat er eben die Internacia Lingvo erfunden und vorgestellt, 1887 als Projektvorschlag. Also wie gesagt, der eigentliche Name von Esperanto ist Internacia Lingvo, aber er hat es veröffentlicht unter Pseudonym, wahrscheinlich weil er Angst vor Repressionen durch das russische Protektorat hatte. Und das Pseudonym war Dr. Esperanto. Esperanto heißt übersetzt Hoffender. Also, und der Name hat sich dann gehalten, der war wohl einprägsamer. Und dieser Kerngedanke, dass eine Sprache überhaupt erst internationale Verständigung und auch, wenn wir hochgreifen, Frieden ermöglicht, den können wir wunderschön bestätigt darin sehen, dass Esperanto unter vielen Regimen auch unterdrückt und verboten war, zum Beispiel im Dritten Reich. Also wenn man Krieg führen will, dann sorgt man dafür, dass die Kommunikation nicht mehr klappt. War in Jugoslawien auch so, da haben sie dann die Telefonleitungen zerschnitten. Also zwischen den einzelnen Volksstämmen. Ja, zum heutigen, das meine ich mit bewährt. Esperanto hat als einzige Plansprache eine nennenswerte Anzahl Sprecher. Nämlich zwischen 50.000 und 3 Millionen. Das kommt dann ganz darauf an, ab welchem Sprachniveau man anfängt zu zählen. Ob man jetzt nur so, ich sag mal, wie ein Muttersprachler-Niveau ansetzt oder bei 3 Millionen, da sind dann halt jetzt vielleicht auch ein paar dabei, die das nur richtig gut lesen können, aber sprechen eher so. Der Esperanto-Weltbund, den gibt es. Es gibt auch meistens so Landverbände, hat insgesamt Mitglieder in 117 Ländern. Und die Gemeinschaft ist sehr lebendig. Esperanto verändert sich auch noch, da kommen neue Wörter hinzu. Die Sprache lebt, wie jetzt eine ganz normale Nationalsprache. Und tatsächlich ist die Sprechergemeinschaft auch so ein bisschen wie ein kleines Volk, nur halt so eine Art Distributed Volk, also um die ganze Welt verteilt.
Es gibt auch eine eigene Wikipedia, die sich auch fleißig entwickelt. Das ist ja in der GIG-Gemeinde immer ein gutes Kriterium. Und für den Fall, ich benutze die Abkürzung manchmal, die ist EO. Auch falls ihr mal ein Tastatur-Layout sucht oder sowas in der Richtung, Kürzel ist EO. So. Ja, wo es herkommt, haben wir uns jetzt angeguckt. Was kann man damit machen? Ist schnell gesagt. Prinzipiell hat man damit wirklich mal die Möglichkeit, Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Normalerweise, wenn man Leute jetzt im Internet kennenlernt oder auch beim Reisen, legt man sich durch das Lernen einer Sprache geografisch fest. Wenn ich Spanisch lerne, dann kann ich nach Spanien und Südamerika. Das ist schon ein großer Bereich, aber trotzdem lege ich mich fest, also wenn ich dann nach Tschechien fahre, habe ich eben Pech gehabt. Und mit Esperanto ist das eben nicht so. Es gibt vielleicht nicht so super viele Leute, die das sprechen, aber dafür gibt es sie überall. Wenn man will, kann man jemanden finden. Das, was da abgebildet ist, das Titelblatt. Das ist das Titelblatt vom Pasporta Servo. Das ist ein Verzeichnis von Gastgebern, die Esperanto sprechen und anderen Leuten, die Esperanto sprechen, Kost und Logis freigeben sozusagen. Also man kann dann bei denen übernachten. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Also da steht ja als dritter Punkt, einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Aber im Grunde meine ich das ernst. Ich sehe das wirklich so. Das ist ein Beitrag, um die Welt besser zu machen. So, und jetzt geht es ans Eingemachte. Wie funktioniert die Sprache eigentlich? Wie sieht die so aus? Das Alphabet ist so ähnlich wie unseres, sind ein paar Buchstaben weggelassen, ein paar Buchstaben sind dazugekommen, aber basically ist das so sieht das aus wie eine europäische Sprache, irgendeine, also jetzt vielleicht nicht gerade baskisch oder so. Fokus war halt, es sollte leicht zu lernen sein. Und die einzelnen Killer-Features, die das also leicht zu lernen machen, ist, es gibt ein sehr geiles Wortbildungssystem, was, finde ich, deutlich ausdrucksstärker ist als das, was man so mit Deutsch machen kann. Also mit Esperanto kann man so ein kleines Wort nehmen und im Deutschen bräuchte man so einen Satz, um das zu erklären. Bekannte Wortstämme werden wiederverwendet, also man braucht nicht alles neu zu lernen, wenn ihr schon ein paar Sprachen könnt. Vor allem eine romanische, dann habt ihr es schon mal leichter, weil vieles wiederkehrt. Es hat eine sehr einfache Grammatik, es ist total regelmäßig. Und es ist lauttreu. Auf alle diese Punkte gehe ich im Einzelnen ein. Auch wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ich mit lauttreu meine, das erkläre ich dann auch noch. So, es hat ein geniales Wortbildungssystem. Was meine ich damit? Ein kleines Beispiel habe ich euch mitgebracht. Den Wortstamm Skrip, das ist alles, was irgendwie mit Schreiben zu tun hat, könnt ihr mit dem Wortstamm Skrip bilden. Also zum Beispiel, wenn ein O anhängt, dann ist es ein Nomen. Und damit Skribo ist die Schrift, also im Sinne von Handschrift. Skribar wäre schriftlich. Skribi ist der Infinitiv für Schreiben. Skribas wäre die Gegenwart, und zwar für alle Formen. Also ich Skribas, du Skribas, er, sie, es Skribas, das bleibt immer gleich. Und wenn ich den Plural will, dann hänge ich einfach ein J dran, das ist dann die Mehrzahl. Dann ist es Skriboi, das sind dann die Schriften. Das ist im Chinesischen auch so. Wenn ich Plural haben will, dann hänge ich einfach was hinten dran. Also ein Pluralsuffix, das ist super, das ist ziemlich einfach. Nicht so wie im Deutschen, Äpfel und so komische, unregelmäßige Pluräle. Hier ist das Ganze nochmal abstrakter ausgedrückt, also nicht auf das Beispiel bezogen. Also ein O macht halt ein Nomen, also wer oder was macht eigentlich irgendwas. A, Adjektiv, wie ist irgendwas. I, Tuwort, ne? A, S, Tuwort im Präsens und J ist eben die Mehrzahl. Und wenn ich schon mal beim Thema bin, es gibt auch nur einen einzigen Artikel, nämlich la. Also la Hund, aber auch, was wäre denn also? Also la Hundo wäre jetzt der Hund. Also der, die das, ist alles la und auch für die Mehrzahl. Ist also la Hund und la Hunde sozusagen. Also das Hund war jetzt natürlich deutsch, das ist nicht das Esperanto-Hund. Und darüber hinaus, dass ihr also alle Wortarten leicht bilden könnt aus einem Wortstamm und ihr vor allem auch an der Wortendung immer die Wortart erkennen könnt, könnt ihr auch ganz sublime Bedeutungsveränderungen an jedem Wortstamm machen. Und zwar durch das Voranstellen und Anhängen von bestimmten Silben. Davon gibt es 10 Vorsilben und 32 Nachsilben. Das klingt viel und wenn man sich die dann mal anguckt, das sind auch viele. Aber wenn man die einmal auswendig gelernt hat, das hat halt System. Dann gilt das für alle. Und da diesen Anfangs-Effort, den hat man halt schnell wieder drin dadurch. Auch wieder ein kleines Beispiel. Diesmal ist der Wortstamm Patro. Das hat mit Elternschaft zu tun. Also Patro ist der Vater. Ne? Also Pater und O für Nomen. Und Bo, die Vorsilbe, die bedeutet jetzt angeheiratet. Also der Bo-Patro ist der Schwiegervater. Und G ist eine Vorsilbe, die andeutet, dass das, worauf ich mich beziehe, dass ich beiderlei Geschlecht einbeziehe. Die G-Patroi wären also die Eltern
das J, ne, für die Mehrzahl, weil normalerweise habe ich ja eine Mutter und einen Vater, sind zwei. Ja, und diese Silben, die kann ich also auch kombinieren. Da kann ich dann also machen Gebopatroi und Bogepatroi für Schwiegereltern. Und welche Reihenfolge ihr dann nehmt, das könnt ihr euch im Grunde aussuchen, was ihr findet, was besser klingt. Oder wenn ihr halt besser drin seid, könnt ihr gucken, was üblich ist und das dann nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel für Nachsilben. IN zeigt das weibliche Geschlecht an. Also normalerweise haben die Nomen immer, sind geschlechtsneutral, aber so Familienkreis und im Freundeskreis, da könnt ihr halt so die feinere Unterscheidung machen, weil es ja schon interessant ist, ob ihr gerade über euren Vater oder eure Mutter sprecht. Und dann könnt ihr also mit IN, das ist so ähnlich wie im Deutschen, das Geschlecht anzeigen. Nachsilbe steht da in Anführungsstrichen, weil halt das O, das das Nomen anzeigt, hinten noch zusätzlich hinten dran gehängt wird. Das addiert sich so, das kommt dann quasi so dazwischen rein. Ja, und dann habt ihr Patrino, die Mutter, oder EM, ist eine Nachsilbe, die ausdrückt, dass man eine Neigung zu etwas hat oder etwas gerne tut, eine Tendenz hat. Da könnte man zum Beispiel Patrinema nehmen. Also man hat die Tendenz, so sehr mütterlich zu sein, das wäre dann gluckenhaft. Da stand ursprünglich auch mal Patrema bei und ich hatte das mit väterlich übersetzt. Und dann bin ich darauf hingewiesen worden, Gott sei Dank, dass man das ja also auch wie auf der väterlichen Seite oder so ausdrücken könnte. Der Punkt ist, es gibt für Patrema kein deutsches Wort. Also hahnhaft gibt es ja nicht. Also gluckenhaft für Männer. Ein weiteres Beispiel, noch immer Vor- und Nachsilben, ist wieder mit Skript, das kennt ihr ja schon. Ne Skriba wäre jetzt alles außer schriftlich. Ne ist die Verneinung. Und Atsch ist eine äußerliche Verschlechterung, also mindere Qualität. Da könnte man jetzt zum Beispiel Skribaccio draus machen, das ist halt eine schlechte Handschrift, das ist eine Sauklaue. So. Ihr könnt auch ganz einfach neue Wörter schöpfen, das ist so ähnlich wie im Deutschen, ihr hängt die einfach aneinander. Also Scribi für Schreiben und Tablo für Tisch wird dann Skriptablo, der Schreibtisch. Oder aus Fairo, Feuer und Vulpo, Fuchs, wird dann der Fairo Vulpo, der Firefox. Vielleicht ist euch aufgefallen, oben bei dem Skriptablo ist das I von dem Scribi nicht mehr drin. Also das I ist da unten nicht mehr drin. Aber das O von dem Fairo Vulpo ist unten noch drin. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Auch wieder so, dass man es gut aussprechen kann. Also gibt auch so ein paar Sklaven, Entschuldigung, das war kein Freuter. Gibt auch ein paar Slaven, die sagen dann Fairo Vulpo. Sorry. Problem ist, es ist mit der Probe auch schon passiert. Ja, ja. Also die machen dann, also ohne das O, ich kann das gar nicht richtig aussprechen, seid freundlich, macht es so, dass man es auch, dass es auch Ausländer aussprechen können. Jetzt komme ich zu den bekannten Wortstämmen. Wie gesagt, die leiten sich aus vorhandenen Sprachen ab. Das heißt, wer eine romanische Sprache spricht oder mal Latein gelernt hat, der hat es total einfach, das rockt. Das meiste stammt halt aus dem Lateinischen, manchmal auch leicht abgewandelt. Und dann kommt nächstgrößere Gruppe, ist dann germanische Sprachen, aber das ist deutlich weniger als romanische. Ein bisschen aus dem Slawischen und ein ganz klein bisschen aus den Asiatischen, wobei ich bei den Wortstämmen ehrlich gesagt noch keinen gefunden habe. Aber vielleicht fällt es mir nur nicht auf, weil ich nicht so furchtbar viele asiatische Sprachen spreche. Also ich habe noch keinen gefunden, aber aus dem Romanischen und dem Germanischen, da kann man wirklich viel finden. So. Also das ist eigentlich wie immer, wenn man sowas Wissenschaftliches liest in der Fremdsprache, dann versteht man meistens recht viel, weil die Wörter auch in der eigenen Muttersprache halt nur so eingemuttersprachlich sind. Und also jeder normale Europäer sollte eigentlich auf Anhieb verstehen, Biologia Experimento. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch geschrieben für euch aus, aber ausgesprochen ist dann ja hoffentlich klar. Und Physica Laboratorio. Also das erste wäre dann biologisches Experiment und das zweite ein physikalisches Labor. Und hier noch ein kleiner Grundwortschatz für euch, damit ihr gleich schon was sagen könnt. Also Saluton, das habe ich heute schon benutzt. Bon volu heißt bitte. Das ist auch zusammengesetzt. Also bona ist gut und volu ist die Befehlsform von wollen. Also wolle gut oder bitte gut zu wollen sozusagen.
Dankon und Helpo, da finde ich, sieht man sehr schön die deutschen Wurzeln auch, beziehungsweise die germanischen Wurzeln, besser gesagt. Yes ist ja, nee ist nein. Und da wir ja hier auf dem Kongress sind, habe ich noch mitgebracht, euer Grundwortschatz beinhaltet auch Computilo, das ist der Computer. Interreto ist das Internet. Und Redmessaggio ist die E-Mail. Hier an dem Computilo, an diesen Begriffen sieht man auch sehr gut, dass sich Esperanto noch entwickelt. Denn als Esperanto erfunden worden ist, da gab es ja das Internet noch gar nicht. Also die neuen Wörter kommen und es gibt auch eine Akademie, die dann irgendwann festsetzt, welches Wort es denn jetzt für eine neue Erfindung sein sollte. Manchmal wird es auch von der Gemeinschaft nicht angenommen, nehmen es dann einfach was an und so weiter. Ich komme zur Grammatik. Das wird alle, die jemals eine Fremdsprache gelernt haben, extrem freuen. Verben werden nicht konjugiert. Es gibt auch nur drei Zeiten, und zwar die Vergangenheit, wo man also is anhängt, die Gegenwart, wo man as anhängt und die Zukunft, wo man os anhängt. Ich habe am Anfang gedacht, drei Zeiten ist ja nicht sehr viel, aber also bis jetzt habe ich noch keinen Fall gefunden, wo ich was nicht hätte ausdrücken können. Also das kann man immer dann mit später und danach und so, das kann man sich dann zurechtfummeln, dass das klappt und ist sehr einfach. Also, aber weil die Endungen halt immer gleich sind für jede Person, müsst ihr das Personalpronomen auf jeden Fall dazu nennen. Also im Spanischen oder im Deutschen könnte man das ja theoretisch auch weglassen. Im Spanischen wird das ja auch meistens gemacht, dass man nur das Verb nennt, ohne Personalpronomen, also ohne zu sagen, ich mache irgendwas, sondern nur mach irgendwas. Weil man das an der Endung erkennt, ist in Esperanto eben nicht so. Da muss man schon dazu sagen, wer irgendwas macht. Und ich habe jetzt geschummelt, es gibt natürlich zu den drei Zeiten auch noch einen Konjunktiv und eine Befehlsform und den Infinitiv. Aber mit den sechsen seid ihr dann dabei. Und hier ein Beispiel. Also Type ist alles rund um Tippen. Also Typisto wäre der Tipper. Oder, und ich konjugiere mal ein bisschen durch. Also Me Typist ist ich tippte, denn das ist Vergangenheit. Wie Typist war du tipptest. Und Lead Typist war er tippte irgendwas. Nie Typers, wir tippen jetzt gerade. Wie Typers, ihr tippt, ihr alle tippt jetzt. Und Illy Typos, sie werden tippen. Bei den Nomen ist es genauso. Deklinieren ist so eine Leitfassung. Es gibt nur zwei Fälle, nämlich den Nominativ, wer macht irgendwas, oder den Akkusativ, wen mache ich? Naja, ihr wisst, was ich meine. Der Akkusativ wird durch das Anhängen von N gebildet. Und da meine ich jetzt wirklich Anhängen, das ist immer das Letzte, was irgendwo angehängt wird. Danach kommt nichts mehr. Und als Beispiel, eine wahre Aussage über mich wäre, she havas mal bonan scribon. Sie hat eine schlechte Schrift. Das mal bonan ist zusammengesetzt, mal ist auch so eine Vorsilbe, die das Gegenteil impliziert. Bona ist gut und mal bona ist dann das Gegenteil von gut ist schlecht. Und scribo war die Schrift. Und wenn ich das über mich selbst, dieselbe Aussage machen muss, dann sage ich halt das hier. Mi hava scribacion, ich habe eine Sauklaue. Also kann man schon nicht mehr schlecht nennen. Und falls ihr euch das gefragt habt, wie jetzt der Genitiv und der Dativ, also wessen und wem, gebildet wird, das macht man mit Präpositionen, um das anzuzeigen. Und der Genitiv wäre halt, wenn ich sagen möchte, das ist Pauls Buch, dann sage ich, tio estas la libro de Paulo. Und da wäre das D quasi hier das Genitiv S. Ich habe einen Fehler in der Folie. Egal, ihr könnt es ja noch nicht. Und der Dativ, der wäre dann, wenn ich sagen möchte, dass mir jemand gefallen hat, er hat mir gefallen, dann sage ich, li placis al mi. Und das al mi bildet dann zusammen das mir. Al ist eine Präposition, die so eine Bewegung zu etwas hinmache. Also wenn ich in einer Stadt fahre, ich fahre nach Berlin, dann sage ich al Berlino. Und ist aber auch so im übertragenen Sinne, also so ein Bezug auf eine Person. So. Ja, auch wunderschön, die Satzstellung kann jeder so machen, wie er das aus seiner Muttersprache gewöhnt ist. Da geht es vor allem um die Adjektivstellung. Ihr könnt sagen wie im Deutschen, she havas mal bonan scribon, sie hat eine schlechte Schrift. Oder wie jetzt zum Beispiel ein romanischer Muttersprachler das machen würde, she havas scribon mal bonan, sie hat Schrift schlechte, also so ein nachgestelltes Adjektiv. Außerdem habe ich euch ein zweites Beispiel mitgebracht, mi amas vin heißt ich liebe dich. Das wäre jetzt so die Grundform, was man so normalerweise machen würde. Jetzt könnt ihr aber auch bestimmte Satzteile betonen. Also zum Beispiel, vin mi amas, also dich und keinen anderen liebe ich. Oder
Miwin Amas, da bin ich mir immer noch nicht sicher, was da betont wird, aber es geht. Und Amas Miwin, also ich liebe dich, ich hasse dich nicht, sondern... Also ihr könnt dann über die Satzstellung zum Beispiel, wenn ihr das halt nicht über den Ton machen könnt, sondern weil ihr was schreibt, müsst ihr es halt über die Schrift machen, dann könnt ihr so bestimmte Satzteile betonen. Und außerdem ist nicht falsch. Also wenn ihr euch mal vertut. Ja. Nein, das ist absolut regelmäßig, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist halt, sie mag erfunden sein und das ist halt das Tolle daran, dass nicht wie in so einer Nationalsprache, die über die Jahrhunderte gewachsen ist, da sich tausend, hier eine Ausnahme, da eine Ausnahme. Also wer jemals Russisch gelernt hat, die ganze Sprache ist eine einzige Ausnahme, da gibt es immer eine. Und wenn es keine gibt, ist das die Ausnahme. Also es ist wirklich, ich mag Russisch, möchte ich noch dazu sagen als Disclaimer. Ja, und das hört man also, den ganzen Brass, die ganze Legacy, sage ich mal, die man bei einer natürlichen Sprache hat, hat man da jetzt mal nicht. Und dann ist es lauttreu. Ja, was ich damit meine, ist so eine, für die Mathematiker unter uns, es gibt so eine bijektive Abbildung zwischen Buchstabe und Laut. Das ist sehr praktisch, denn wenn ich weiß, wie etwas ausgesprochen wird, dann kann ich es auch schreiben. Und umgekehrt, wenn ich etwas schreiben kann, dann kann ich es auch aussprechen. Das, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, ja, ist das nicht immer so? Und nein, das ist überhaupt nicht immer so. Das ist im Deutschen meistens so, dass wenn ihr das Wort geschrieben vor euch seht, dann könnt ihr das auch aussprechen. Aber umgekehrt zum Beispiel, da gibt es schon viele gleichklingende Wörter, wie zum Beispiel Leib und Leib. Da wisst ihr jetzt nicht, ist der Leib rot, ist es der Leib wie Körper und der weiteren mehr. Wobei Deutsch ist nicht so schlimm wie zum Beispiel Englisch, da funktioniert gar keine Richtung. Also wegen der Aussprache und der Schreibweise, ne, hier wie hier oder hier wie hören, beziehungsweise rain wie regnen und rain wie regieren oder Zügel halten. Also von der Aussprache kann man überhaupt nicht auf die Schreibweise schließen. Und bei der Aussprache ist es noch schlimmer. Moment, da muss ich erstmal was trinken. Ich möchte das demonstrieren an der, Buchstabenfolge O-U-G-H. Man würde ja erwarten, dass hier mal gleich ausgesprochen wird. Also, ich lese sie hervor. Cough, tough, though, through. Vielmal was anderes. Es gibt einen Satz, wo 6 O-U-G-H-Wörter sind und alle werden unterschiedlich ausgesprochen. Und dadurch muss halt zum Beispiel im Englischen, es hat ja eine schöne, einfache Grammatik, keine Frage, aber muss die Zuordnung von Wort zur Aussprache für fast jedes Wort lernen. Und das kostet einfach eine Menge Zeit. Ja, und in Esperanto braucht man halt immer nur das eine oder das andere lernen. Das ist sehr praktisch und nimmt einem eine Menge Arbeit ab. Das kommt natürlich nicht so ganz ohne Preis. Ihr habt wahrscheinlich eben schon auf den Folien gesehen, es gibt Sonderzeichen. Da könnte ich euch jetzt einfach mal vorlesen, wie die ausgesprochen werden. Das C mit Dach ist tsch, also so ein T mit SCH. Das G mit Dach ist dj, wie in Dschungel. H mit Dach ist ch, also so ein, zum Beispiel Chor macht man damit, choro. Und das J mit Dach ist so ähnlich wie das G mit Dach, nur ohne das D am Anfang, also es ist so ein weiches j. Das S mit Dach ist unser normales sch. Und U mit Dach wird immer, das kommt nur hinter A und O und wird dann so zusammengezogen. Zum Beispiel Europa, also E-Europo, ist so ein O mit Dach drin. Hätte ich vielleicht mal eine Folie zu machen sollen, damit man soll. Das wäre dann Europo. Dieses U mit Dach wird ganz kurz gesprochen, aber es ist ein einzelner Laut. Das ist halt ein bisschen doof, jetzt im Zeitalter der UTF-8-Probleme. Es gibt aber ein Workaround, dass man einfach so eine, X gibt es im Esperanto-Alphabet nicht und dann schreibt man das halt dahinter und dann ist das das mit Ach. Beziehungsweise das mit, das über dem U. So, dann komme ich jetzt darauf zu sprechen, warum ich eigentlich hier bin. Esperanto und Geeks verbinden nämlich eine Menge gemeinsamer Ideale. Und zwar, um so eine Aussage treffen zu können, muss ich natürlich gewisse Grundannahmen über den Geek an sich machen. Und ich habe jetzt mal die positiven Sachen rausgegriffen. und zwar gehe ich generell davon aus, dass ein Geek relativ weltoffen ist, zumindest solange er hinter seinem Computer bleiben kann. dass er neugierig ist, ein bisschen idealistisch, also siehe Open Source. Ich glaube nicht, dass am Anfang jemand, also ein BWLer hat da bestimmt nicht dran geglaubt, dass das funktionieren könnte. Und natürlich haben wir ein großes Interesse an freiem Informationsfluss und Informationen tauschen wir nun mal über Sprachen aus.
Ja, und diese Ideale werden halt alle auch von Esperanto bedient. Also Esperanto ist auch nicht nur eine Sprache, das ist auch ein Stück weit eine Lebenseinstellung, eine Ideologie hängt da dran. Und das sind im Wesentlichen die gleichen Merkmale. Also Esperanto öffnet halt neue Möglichkeiten, sich Auge in Auge mit anderen Menschen zu unterhalten. Also nicht, dass einer halt Muttersprachler ist und der andere sich da einen abbricht, sondern gleichberechtigt und halt von überall her. Zum Beispiel per Voice-over-IP, das geht super, oder halt chatten. Dann, also zumindest für mich, ich hoffe auch für euch, klingt weltweite Völkerverständigung ziemlich verführerisch. Das möchte man doch eigentlich schon haben. Und ich denke mir, also daran habe ich mich verliebt, als ich Esperanto das erste Mal gesehen habe. Diese schöne Struktur, dieses klare, dieses regelmäßige, keine Ausnahme und das ganze Gedönse. Ich denke mal, dass das für technisch interessierte Menschen eigentlich sehr viel Appeal haben müsste. Und dann möchte ich noch zitieren, als Ludwig Zamhoff damals die Sprache vorgestellt hat in seinem Projekt, da stand das Folgende dabei. Die internationale Sprache, wie jede nationale Sprache, ist ein Gemeinschaftseigentum. Der Autor verzichtet für immer auf alle persönlichen Rechte an ihr. Also das ist ja wohl Open Source for Open Source und da sieht man auch so den, ich verfalle die ganze Zeit in Anglizismen, so den Mindframe so ein bisschen. Und wenn man irgendwie in die Esperanto-Channels geht und dann guckt, in welchen Channel die Leute sonst noch so rumhängen, also Linux, GER und Kernel, Development und so. Also das ist eine große Überschneidungsgruppe. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Was könnte Esperanto für Europa eigentlich tun? Seit der EU-Osterweiterung hat die EU 20 offizielle Amtssprachen. Vorher gab es 11, waren auch schon ziemlich viele. Dass es eine babylonische Sprache war. Es ist politisch gewollt, dass alle diese Nationalsprachen erhalten bleiben. Und deshalb muss auch immer von jeder in jede übersetzt werden. Also jede publique kleine Gesetzesvorlage muss halt in alle Sprachen übersetzt werden. Das ist gar nicht so einfach, Übersetzer zum Beispiel für Estnisch-Maltesisch zu finden. Für manche Sprachen gibt es gar nicht genug Leute. Die EU beschäftigt einen Riesenstab an Übersetzern und auch natürlich Dolmetschern für die Reden. Und ich habe da unten diesen kleinen, vollständigen Graphen aufgezeichnet. Der hat jetzt nur 7 statt 20, weil mir 20 ein bisschen zu viel Arbeit war. Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie das aussähe, wenn ihr da 20 Punkte hättet und von jedem zu jedem gäbe es dann ein kleines Strichelchen. Die EU versucht das so zu lösen, sage ich mal, dass es politisch gewollt und gefördert wird, dass jeder 2 Fremdsprachen lernt. Jeder EU-Bürger soll also 2, möglichst natürlich EU, Fremdsprachen lernen. Da unten in dem Graph mit den 7, schon da sind die 2 roten Strichelchen, die sich dann theoretisch ergeben würden, nicht besonders viel. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist ein Graph mit 20 Punkten, da fallen die roten Kanten überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Also das sind Tropfen auf dem heißen Stein, das hilft nicht wirklich. Das ist schön, das ist gut, jeder soll, ich bin ein großer Sprachenfan, jeder sollte welche lernen, aber das löst das generelle Problem nicht. Und ich würde die Lösung darin sehen, also eine Zwischensprache einzuführen. Dann können nämlich wirklich alle EU-Bürger miteinander reden und man spart eine Menge Kohle, wenn man nicht mehr von jeder in jede, sondern nur noch immer in eine und zurück. So eine Art XML der EU. Die typische Frage darauf ist dann ja, gibt es doch schon, haben wir doch schon, ist doch Englisch. Ja, warum nicht Englisch? Warum bin ich dagegen? Ich habe euch eben demonstriert, dass Englisch nicht lauttreu ist. Ganz davon abgesehen hat Englisch noch so ein paar andere Drawbacks. Das ist halt eine natürliche Sprache mit allem, womit eine, mit so eine Nationalsprache eben behaftet ist. Nur weil das im Moment so das ist, was am ehesten einer Zwischensprache gleichkommt, ist das noch lange nicht geeignet. Englische Muttersprache haben viele Vorteile. Also ich kenne wirklich Leute, die sich nicht trauen, Englisch zu sprechen. Und schon gar nicht, wenn ein Muttersprachler da ist, weil die einfach auch wissen, manchmal zu Recht oder zu Unrecht, dass sie halt zu schlecht sprechen. Und man hat immer so ein Gefälle dann. Und das hat auch eine große wirtschaftliche Dimension. Es werden unglaublich viele Ressourcen gesteckt in Sprachenlernen. Also diese 8 Jahre, die wir das in der Schule lernen, das kostet ja auch was. Das ist Zeit, die wir einsetzen. Wir werden trotzdem nicht so gut Englisch sprechen wie ein Muttersprachler. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Englisch, sondern auf jede mögliche Sprache, die eine Zwischensprache sein könnte. Wir werden niemals so gut sein. Und derjenige, also jetzt zum Beispiel ein Englischsprechender, der hat in der Zeit
Zeit, ja, ganz tolle Formulierung, der kann in der Zeit dann also auf seinem Fachgebiet besser werden. Was die Chance, eine Chance, die wir nicht haben, weil wir erstmal die Fremdsprachenkenntnisse erwerben müssen. Und dann gebe ich zu bedenken, naja, Englisch mag vielleicht jetzt die Zwischensprache sein, weil es die größte wirtschaftliche Macht hat. Aber in absehbarer Zeit ist das Chinesisch, weil dann hat nämlich China die größte Wirtschaftsmacht. Wollt ihr wirklich alle Chinesisch lernen? Es hat eine wesentlich einfachere Grammatik als Englisch, aber die Laute sind für einen Europäer ziemlich schwierig, beziehungsweise diese Tonhöhen-Emulation und die ganzen Einzelworte sind halt auch nicht so ganz ohne. Nein, du kannst ja aus dem Symbol überhaupt, also die Frage war, ist Chinesisch lauttreu? Und natürlich nicht, weil Chinesisch hat keine Alphabetwortschrift, sondern das sind einzelne Zeichen. Und das heißt, da muss ich noch viel mehr, da habe ich noch weniger Anhaltspunkte als im Englischen darüber, wie denn das jetzt ausgesprochen wird. Was Kriterien für eine Zwischensprache sollten sein, dass es halt von wirtschaftlichen und nationalen Interessen frei gewählt wird. Also sowas wie, Englisch würden wir schon allein deshalb nicht bekommen, weil die Franzosen das niemals zulassen würden. Eher würden die sich ja... Ja, aber wirklich. Also kollektiver Selbstmord, ganz Frankreich. Ein schlimmes Schicksal. Wir wollen es ihnen nicht wünschen. Dann sollte eine Zwischensprache kein Volk benachteiligen. Und wie ich eben demonstriert habe, ist das zum Beispiel bei Englisch jetzt massiv der Fall, dass Muttersprache halt bevorzugt werden. Die machen für uns die Lernmaterialien, müssen selber keinen Aufwand da reinstecken. Also das ist einfach unfair. Wettbewerbsverzerrung. Genau, Wettbewerbsverzerrung ist das. Dann bleibt aber nicht mehr viel übrig, dann bleibt nur noch eine Plansprache oder eine tote Sprache. Latein wird da oft ins Spiel gebracht. Wer es jemals hatte, Latein ist schwer zu lernen. Ich habe Latein mal gehabt, aber können konnte ich das nie, sogar noch zu einem Zeitpunkt nicht, als ich das gehabt habe. Ja, sie sollte leicht zu lernen sein, denn wir wollen ja eben weniger Aufwand haben als eher mehr. Also das soll ja schneller gehen, leichter sein, besser zu sprechen sein. Wir wollen schneller ein höheres Niveau erreichen. Und eine Sprache sollte sich bewährt haben. Esperanto ist ja zum Beispiel nicht perfekt. Das hat also auch so ein paar kleine Fehlerchen, die ich euch jetzt vorenthalte. Das ist ja eine Werbeveranstaltung sozusagen. Trotzdem würde man aber nicht hingehen und eine komplett neue Sprache zu einer Zwischensprache machen. Jedenfalls nicht, wenn man ein bisschen Grips hat. Denn die muss sich erstmal im Alltag bewährt haben. Die muss erstmal gezeigt haben, dass sie Kraft hat, neue Wörter zu bilden, dass man Kultur mit ihr schaffen kann zum Beispiel. Also das alles sind Kriterien, Anpassungsfähigkeit. So eine Sprache muss auch leben und die muss zeigen, dass sie das kann. Wie ihr euch gedacht habt, ist Esperanto da die perfekte Lösung. Es benachteiligt kein Volk. Es ist für alle Muttersprachler einer europäischen Sprache ziemlich leicht zu lernen. Und es hat sich halt über 100 Jahre schon bewährt in einer Sprechergemeinschaft. Also es gibt Musik, es gibt ein paar Filme, nicht so viele Bücher. Es gibt ganz viele Bücher auf Esperanto. Also ganz viel auch das, was eine Volkskultur ausmacht. Ja, aber ich will es ja auch für Europa, deshalb habe ich ja nicht gesagt Esperanto für die Welt. Wobei, das Lustige ist, es gibt in China eine relativ große Gruppe Esperanto-Sprecher. Also Nicht-Muttersprachler von europäischen Sprachen nehmen Esperanto gerne als Einstieg, also als Tor für andere europäische Sprachen. Weil du hast dann schon mal so das Lautierungssystem und so. Die Aussprache ist halt europäischer, aber es ist nicht so schwierig von der Grammatik her. Und die Frage war, das habe ich vergessen zu wiederholen fürs Video, die Frage war, sind da nicht Europäer bevorzugt? Ja, sind sie. Oder nicht unbedingt Europäer, nur Sprecher von europäischen Sprachen. Also Südamerika zum Beispiel wäre auch nicht benachteiligt, weil die sprechen ja Spanisch oder Portugiesisch. So, damit bin ich auch schon durch. Ich wage nicht auf die... Ah, doch, passt gut. Ich bin genau so fertig geworden, wie ich wollte. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch Esperanto mal ein bisschen genauer anzugucken, dann könntet ihr anfangen bei, das würde ich empfehlen, lerno.net. Da gibt es eine Menge Material, ganz viele verschiedene Online-Kurse, ein Wörterbuch, Chaträume, Grammatikhilfen. Alles, was das Anfängerherz begehrt, das ist auch vielsprachig. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Holländer seid, dann könnt ihr, Niederländer, dann könnt ihr euch ja auch die niederländische Version angucken. Dann esperanto.de, das ist mehr so eine Portalseite, ist etwas unübersichtlich, aber da
Wenn man es dann einmal gefunden hat, gibt es da eigentlich alles. Klingt zu allem, was irgendwie mit Esperanto zu tun hat in Deutschland. Und falls ihr nur mal reinhören möchtet, noch nicht so genau wisst, ob das was für euch ist, es gibt einen Online-Shop, vinylcosmo.com, wo auch so Hörproben, also da wird nur Esperanto-Musik verkauft und da gibt es Hörproben, ganz verschiedene Stile, Hardrock, Folk, alles was ihr wollt. Und dann könnt ihr einfach mal reinhören, wie das klingt, wenn man das singt. Falls ihr euch das später nochmal angucken wollt, die Folien eignen sich nicht so gut dafür. Es gibt aber ein komplett ausformuliertes Paper, das ist in den Proceedings. Ich nehme an, dass das auch von den Kongressseiten verlinkt ist. Und falls es die irgendwann mal nicht mehr gibt, gibt es das auch noch auf meiner Homepage unter www.gigin.de /public/schriftlich. Da wird das dann auch verlinkt sein. Und das ist, glaube ich, schöner, wenn man das ohne den Vortrag sieht, dann hat man da mehr von. Damit bin ich durch. Multan dankam, provia attento. Und ich beantworte jetzt noch Fragen, wenn ihr möchtet. Ja, da hinten ist eine. Die Frage ist, eine Sprache lebt ja, neue Abhängigkeiten, kann Esperanto sicherstellen, dass neue Begriffe zum Beispiel gebildet werden? Und ich hatte ja schon ausgeführt, dass zum Beispiel, also ja, natürlich, die Sprache gibt es ja schon 100 Jahre und da sind auch ein paar neue Sachen erfunden worden. Und der Bildungsprozess läuft halt meistens so ab, dass es am Anfang viele Worte für etwas gibt, zum Beispiel für Computer gab es dann viele Worte. Irgendwann, das ist einfach so Gewohnheitsrecht. Irgendwann ist eins schöner als die anderen, das wird öfter gebraucht. Und irgendwann legt halt die Akademie fest, das nehmen wir jetzt. Aber ja, das geht, das hat es sich schon bewährt. Okay, andere Frage? Also die Frage war, dass man, wann nimmt man das J, wann nimmt man das I, wann nimmt man das... Dann gibt es ein Z und ein S, was ähnlich klang. Gibt es da nicht doch wieder Doppeldeutigkeiten bei der Aussprache? Ja, bei dem I und dem J ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Das kann aber auch an meiner, ich lerne es noch nicht so lange, das kann auch an meiner Aussprache liegen. Aber bei dem S und dem Z gibt es einen Unterschied, wenn der nicht rausgekommen ist. Also das, was, du meinst jetzt geschrieben Z, das ist so ein Theta, so ein CH-Laut, so, also mehr so Saragossa. Und das S wird wie ein scharfes S im Deutschen gesprochen, also ein S ist das. Und das Z ist mehr so ein weicherer Laut. Ist mehr so ein S. Ich weiß nicht, ob man das hinterher auf dem Band hört. Ja? Zum Thema Open Source, gibt es schon Sprachdateien Esperanto für Open Source Projekte? Du hattest ja das Mikro. Ja, es kannst dir, also mindestens Debian, glaube ich, kannst du dir mit Esperanto installieren. Und ich glaube, das gilt für ein paar andere auch. Das gibt es durchaus übersetzte Sachen. Ja. Ja? Gibt es schon Goethes Werke auf Esperanto? Ich weiß es nicht, ich gehe aber davon aus, weil die meisten, weil viele klassische Sachen übersetzt worden sind. Gibt es? Ja, gibt es. Kio lau vi estus bona vorto por geek? Die Frage war, übersetzt, was ist ein gutes Wort für Geek? Ja. Oh, komm. Ich werde darüber nachdenken und sinnieren und mich mit. Also für sowas würde ich den Maha empfehlen, der da steht. Der lernt das schon wesentlich länger als ich. Und ich denke, dass der dir eher ein gutes Wort sagen kann. Hast du eins? Hm? Nerdulo. Also vom Nerd, ein Mensch, der ein Nerd ist. Da ist so eine Nachsilbe drin, UL. Ist, das ist die Silbe, die Nachsilbe, die anzeigt, dass das, also Ricciolo ist ein Reicher und Nerdulo ist dann ein Mensch, der nerd ist, nerdig ist. Ja, Tio estus iometa anglema. Nochmal bitte. Nerdulo estus iometa anglema. Okay, also es wird bemängelt, dass Nerdulo ja ein bisschen sich ans Englische anlehnt und da eine Tendenz zu hat. Ja, das stimmt. Ich müsste länger drüber nachdenken. Tut mir leid. Ja. Sonst noch Fragen? Sonst, ja? Gibt es irgendwelche Schulen, irgendwelche
Gibt es Schulen, wo man es lernen muss in Deutschland oder überhaupt Europa? Jein. Also in Ungarn, wenn ich mich nicht irre, da muss man einen Sprachkurs absolvieren für alle Uni-Studiengänge. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da gibt es so eine Pflichtauflage, dass man so ein Sprachzertifikat erwerben muss. Und da lernen unheimlich viele Leute Esperanto, weil es anerkannt ist. Das ist also du kannst damit den Nachweis erbringen und es ist halt viel leichter als alle anderen. Das Problem ist, also die Leute, die helfen dann der Esperanto-Bewegung nicht, weil die lernen das halt, weil es leicht ist und nicht, weil sie da mit dem Herzen irgendwie hinter sind. Ja? Gibt es Dialekte? Also ich habe bisher gehört, also richtige Dialekte, weiß ich nicht, ich würde sagen nein, aber jeder spricht das halt ein bisschen anders aus. Also ich habe gehört Russen und Engländer und natürlich Deutsche. Und ja, du hörst bei jedem, woher der kommt, schon so ein bisschen. Also zum Beispiel, die Engländer haben dann ganz viel, also das zum Beispiel gibt es das Wörtchen dumm, D-U-M, das heißt während, auf einen Zeitraum bezogen. Und so ein Engländer, der spricht das halt ganz gerne mal dumm aus. Das ist, glaube ich, schwierig für die. Und so hat halt wahrscheinlich jeder, je nachdem von welcher Muttersprache du kommst, hört sich das ein bisschen anders an. Aber du kannst es trotzdem noch verstehen. Und wenn du die andere Sprache kennst, dann ist es sogar sehr leicht. Dann lässt du halt so einen kleinen Parsing-Filter mitlaufen. Aber es geht auch ohne. Und schriftlich sowieso. Also es hängt auch davon ab, wie gut. Also ich spreche halt selber noch nicht so dolle. Deshalb ist es für mich auch ein bisschen schwerer. Ja? Ja. Bei den Dialekten, was du vorhin gesagt hattest, mit der Wortstellung, mit dem Vor- und Nachbestellten, ist es so, dass es tatsächlich von der Muttersprache zum Beispiel abhängt, wo man lieber das Adjektiv dahin tut, vor das Objekt oder nach das Objekt? Empirische, ich kann es nicht sagen, ich würde ganz stark davon ausgehen, ich merke es auch bei mir, ich lerne auch Spanisch, wenn ich gerade Spanisch hatte, dann stelle ich das Adjektiv nach und wenn das wieder abflaut, dann stelle ich es wieder nach vorne. Also deshalb würde ich sagen, ja, das ist bestimmt so. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich denke ja. Dann, Für mich hat sich das so angehört, indem das Esperanto ja so als ewiges Verbi Afrikaans für Latein. Gibt es eine Stellung des Vatikans zu Esperanto? Also, komplizierte Frage. Also, der Zuschauer meint, es klänge so, als ob Esperanto das für Latein wäre, was Afrikaans für Niederländisch ist. Kann ich nicht beurteilen. Ich kann weder Afrikaans noch Niederländisch. Oder ob der Vatikan eine Meinung dazu hätte. Weiß ich nicht, aber die UNESCO hat, die UNO oder die UNESCO, eins von beiden hat eine Meinung dazu. Also es ist eine offiziell anerkannte Sprache. Falls das hilft, ist geadelt, schon vor 50 Jahren. Dann beschließe ich den Vortrag und bedanke mich, dass ihr alle da wart.